Hallo ihr Killerschweine und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite Graphics Settings Video. Meine Damen und Herren, wir schauen uns heute mal an, welche Settings perfekt sind für Fortnite für AMD-Computer. Wenn ihr noch nicht mein letztes FPS Boost Video gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt an. Link dazu ist in der Videobeschreibung und oben rechts auf der Infocard. Könnt ihr auch nochmal draufklicken, da ist es ebenfalls verlinkt. Bevor wir auch richtig anfangen, würde ich noch einmal kurz einen Shoutout an die Klasse 2B machen. Dort bringen wir von Rocket League bis Minecraft bis GTA. Da bringen wir jetzt eine Menge. Deshalb abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Let's go. So Leute, als erstes begeben wir uns natürlich in das Grafikmenü. Und hier sehen wir schon den ersten Punkt, die Anzeige. In diesem Video konzentrieren wir uns nur auf die Grafikeinstellungen, die eure Leistung verbessern sollen. Wenn ihr wirklich richtige Settings-Guides bekommen wollt, wie wir hier zum Beispiel mit der Sensitivität umgehen, wie wir hier die ganzen Sachen einstellen, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und ein Abo, würde mich mega freuen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, Grafik mit dem Anzeigespektrum hier, mit dem Anzeigezeugs. Da habe ich gerade Vollbild im Fenster an, weil ich gerade das Video aufnehme und ich euch das natürlich guter Qualität vorzeigen möchte. Wenn ihr aber spielt und nicht streamt oder aufnehmt oder so, dann empfehle ich euch Vollbild. Das verbessert schon mal die Performance. Und dann, je nachdem, wie gut ihr damit klarkommt, nochmal 1600 mal 900. Regelt halt die Bildschärfe ein bisschen runter, dann wird es ein bisschen pixeliger. Ich kann es mal kurz zeigen. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich finde jetzt, man sieht jetzt keinen großen Unterschied beim Zocken, wird mich das jetzt nicht auch wirklich stören. Das Einzige, was halt ein Problem sein könnte, ist, dass ihr beim Austaben einmal kurz einen Blackstream bekommt. Wenn ihr zum Beispiel ein Video hinten laufen habt und nur ein Bildschirm sitzt wie ich, dann könnte es ein bisschen problematisch werden. Ansonsten würde ich euch mega empfehlen, das hier zu nehmen. Kommen wir als nächstes zum Grenzwert der Bildfrequenz. Und das ist ein ganz interessantes Thema und das ist auch ein bisschen komplex, aber ich versuche es so einfach wie möglich für euch zu erklären. Und zwar folgende Situation. Ich habe einen 60 Hertz Monitor. Das heißt, der Bildschirm hat nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Frames per Second, also 60 FPS. Allerdings schafft mein PC mehr als 60 FPS, logischerweise. Dementsprechend solltet ihr immer eine Stufe über eurer Herzzahl eure FPS cappen. Also ich habe zum Beispiel 120 gecappt, habe aber einen 60 Hertz Bildschirm. Wenn ihr einen 144 Hertz Bildschirm habt, dann cappt ihr die nicht bei 144, sondern bei 160. Allerdings, wenn ihr einen 240 Hertz Bildschirm habt, dann lasst die bei 240, weil kaum ein PC 360 Frames bekommen kann. Und das ist eine ganz einfache Sache, ziemlich simpel. Und das hilft euch wirklich mit der Grafik, weil wenn ihr die auf die Herzzahl einstellt, dann lasst ihr nicht das Biest aus eurem PC raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Der nächste Punkt, die Grafikoption mit Helligkeit, Kontrast der Benutzeroberfläche und so weiter, das ist nicht interessant, das hat nichts mit der Leistung zu tun, das könnt ihr anmachen, das könnt ihr auslassen, das ist ganz wie ihr möchtet. Als nächstes kommen wir aber zur aller wichtigsten Kategorie, der Grafikqualität. Und zwar ist das Schlimmste, was ihr hier machen könnt, wirklich automatisch festlegen drücken. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was ihr machen könnt. Bitte macht das nicht. Dann werden nämlich nur die besten Settings rausgespuckt und dann ist euer PC am Qualm und dann geht gar nichts mehr und sowieso lasst es. 3D-Auflösung 100%, damit wir auch 1920x1080 bekommen. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen runterregelt, dann bekommt ihr eine andere Auflösung etc. pp. Die Betrachtungsdistanz. Gerne auf episch stellen, damit ihr auch Sachen erkennen könnt. Das ist wichtig, also auf episch stellen. Dann die Schatten aus, die sind einfach nur, gehen auf die Performance, die sehen zwar gut aus und die können euch helfen, wo sich der Gegner zum Beispiel versteckt, aber wenn ihr wirklich auf Performance gehen wollt, auf Leistung, aus damit. Ebenfalls das gleiche mit Anti-Aliasing, das soll nur die Kanten von 3D-Objekten im Spiel glatter machen, aber das ist nicht notwendig. Kann auch die Performance beeinträchtigen, genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja mehr Performance haben, dass wir Stable Frames bekommen. Apropos, ich sag Stable, meine FPS so rasten aus. Texturen, so. Kommen wir zu dem interessanten Part. Warum habe ich Texturen auf hoch? Ich würde sogar empfehlen, die auf episch zu stellen, wenn ihr einen angenehmen, guten PC habt. Denn Fortnite ist ein extrem, extrem CPU-lastiges Spiel. Und da das nun mal so viel Performance auffrisst auf der CPU, könnt ihr das ein bisschen die Leistung verteilen, die euer PC da aufbringen muss. Und zwar auch auf die Grafikkarte, indem ihr die Texturen hochstellt. Dann müsst ihr auch mal ein bisschen arbeiten und ein bisschen Last von der CPU. Dann kommen wir zu Effekte und Post-Processing, was sich eigentlich schon selbst erklärt. Das ist dasselbe wie Schatten und Anti-Aliasing. Ziemlich unnötig und das sollten wir ausschalten, wenn ihr Performance haben wollen. Zu den fortgeschrittenen Grafikoptionen. V-Sync ist das nächste und das hatten wir gerade schon mal erklärt. Das eliminiert zwar Bildsäuren, das heißt, es ist flüssiger, aber es hat halt ein ziemliches Eingabedelay. Das heißt, wenn ihr euch bewegt, kommt diese Bewegung erst ein paar Millisekunden. Nachdem ihr eure Maus bewegt habt, dreht ihr euch zum Beispiel das um. Das ist halt schon ziemlich kacke. Bewegungsunschärfe. Da gilt wieder dasselbe wie bei Effekte Post-Processing. Schatten, Anti-Aliasing, aus damit. Das macht euch nur sick. Das macht euch einfach... Das macht euch schwindelig. Das wollt ihr nicht. Bildfrequenz anzeigen.
macht ihr an, ihr wollt ja wissen, wie viele FPS ihr am Ende bekommt. Kommen wir jetzt zum Rendering-Modus und da kann ich es nicht oft genug sagen. Ich habe jetzt DirectX 12 für euch, um euch die ganzen Settings hier zeigen zu können, dass man die einstellen kann. Aber bitte, 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 bitte benutzt Performance-Mode. Das Ganze boostet eure Performance mega hoch. Ihr kriegt Stable Frames etc. pp. Ihr könnt besser im Sturm sehen. Das ist wirklich sehr nice, benutzt es. Viele Pro-Player benutzen es. Es ist einfach viel besser. Bekommt ihr ein cleaneres Spielerlebnis damit. So, Multithreaded Rendering zulassen solltet ihr aktivieren. Wenn ihr mehr als 4 Kerne habt, solltet ihr 2 Kerne haben, deaktiviert ihr es. Wenn ihr 4 Kerne habt, aktiviert ihr es. Wenn ihr 6 Kerne habt, aktiviert ihr es und so weiter und so fort. Dementsprechend sollte das die Performance viel, viel stärker verbessern. Denn es ist, wie gesagt, ein CPU-lastiges Spiel, Fortnite. Und wenn man 16 Threads hat, kann man das auf diese Threads verteilen, das Spiel. Dadurch kriegt man mehr bessere Performance und Leistung. GPU-Absturz-Debugging nutzen, würde ich euch empfehlen, auszuschalten. Denn falls man Probleme mit Abstürzen hat, kann man hier das aktivieren. Aktivierung dieses Features führt zu leichten Leistungseinbußen und diese leichten Leistungseinbußen wollen wir nicht haben. Wir wollen die meiste, beste, krasseste Leistung haben, die wir bekommen können. Also aus damit. Dann gibt es allerdings noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeigen möchte. Und zwar haben wir hier das Grafikprofil. Das meiste haben wir jetzt gemacht. 90% sind fertig. Allerdings gehen wir nochmal aufs Zahnrad und scrollen da runter zu den zusätzlichen Spieloptionen bzw. zu Wiederholungen. Und das ist jetzt ganz interessant. Und zwar solltet ihr Nvidia Highlights und Umgebungsbeleuchtung ausmachen. Ich nehme an, ihr habt einen AMD-Computer, sonst würdet ihr nicht auf dieses Video klicken. Deshalb schaltet es trotzdem aus. Das könnte theoretisch trotzdem das Game versuchen, Clips für euch zu saven, auch wenn es gar nicht geht. Aber macht es aus, einfach zur Sicherheit. Umgebungsbeleuchtung macht einfach nur, dass Truhen mehr Licht von sich geben. Aber das geht auf die Performance und das versucht dann rein zu rendern und dann kriegt ihr FPS einbußen. Das wollen wir nicht, deswegen ausschalten. Wiederholung ist genau dasselbe Dings. Das verbraucht Speicherplatz, es verbraucht Leistung, weil das Ganze nebenbei quasi aufgenommen wird. Deshalb schaltet das aus, es sei denn, ihr wollt eine VOD-Review machen, wie ihr euer Game spielt und euch damit verbessern, dann könnt ihr das anschalten. Aber ich würde es euch empfehlen, auszumachen. Ihr braucht sowieso 90% der Fälle nicht. Dann würde ich auch schon sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Lasst ein Abo auf jeden Fall auch noch da. Schreibt einen Kommentar und schreibt mir Verbesserungen vor allem. Sagt, ob ihr nochmal ein ähnliches Video sehen wollt, wo ich euch noch mehr Settings sage, die gut sind für Fortnite. Und dann würde ich mich sehr herzlich bei euch bedanken fürs Schauen dieses Videos. Schaut auf jeden Fall noch beim FPS Boost Guide Video vorbei. Link dazu, wie gesagt, in der Beschreibung und oben rechts auf der Infocard. Klasse 2B auf jeden Fall abchecken. Auch das ist unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.